Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Control. Ja, wir suchen die nächsten Objekte der Macht und sind jetzt gerade im versiegelten Grenzbereich. Da müsste jetzt der Flamingo sein. Sollte. Jetzt richtig. Ich gehe hier wieder raus, oder nicht? Ah, nee, das ist der Flamingo nicht. Okay. Das muss eins von ihnen sein. Ich darf mich von den Kanten nicht erwischen lassen. Ah, Mist. Schade. Da wollte ich kurz mal zwischenlanden. Ach, Mist. Jetzt aber. So. Okay. Müssen wir wieder gegen den Gestalter kämpfen, wenn er ist. Oh ja. Das ging noch. Ich mochte Flamingos noch nie. So pink. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt zum Primärkandidatenbüro. Programm. Das sollte ja eigentlich auch schnell gehen. Erstmal wieder zum Schnellportal gehen. Natürlich kommen erstmal hier rein. Okay, da muss ich glaube zur Logistik, oder? Wie war der Weg nochmal? Also geradeaus und rechts, würde ich jetzt sagen. Manchmal sind die Wege ein bisschen irreführend. Also erst recht. Ne, das ist nur die Toilette, ne?
Wir müssen auf jeden Fall nach oben. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nur noch ein bisschen. Nee, hier sind wir falsch. Dann gehe ich auch gleich weiter, kam gleich in die nächste Schnellreise. Ah, nochmal Logistik. Dann wird nicht so viel Gegner, damit wir schnell rankommen. Richtig. Ach da. So, mal noch den ganzen Mist hier einsammeln. Okay, da müssen wir die Mannequin finden. Das ist auch ein ganz schön großer Sektor. Ach, das war diese Freakshow, die wir gesehen haben. Wir gucken. Mannequin, wo bist du denn? Ja, das kennen wir schon alles. Das ist ein Transkorridor, oder? Da wollen wir ja nicht hin. Ist ja vielleicht hier irgendwo unten. Du warst schon immer das neue Du. Gott, jetzt wieder das Verzerrte hier. Und gleich Gegner dazu. Warum auch nicht? Warum machen wir es dem immer schwer, ne? Dann noch diese Verzerrte eben, ne?
noch jemand da? Ja, da. So, jetzt müssen wir noch den Mannequin finden. Ich hoffe, dass er nicht irgendwie so fies versteckt ist. Und was war das gerade für ein Geräusch? Hier höre ich irgendwas. Ah. Was kommt jetzt auf uns zu? Gott, das Einzige, was noch gruseliger ist als ein Mannequin, ist ein Dutzend davon. Jo. Ach Gott, was muss ich jetzt machen? Den richtigen rausholen? Oh Gott. Please, no. Oh Gott, sind das viele? Ja. Das sind dezent ein paar. Oh Gott. Eine Richtung, welche wo 5 Meter dann irgendwo F steht, oder nicht? Ich hoffe bloß, ich keinen vergesse, und dann ist das genau der. Ah, ich hab dich. Neue Firmenpolitik? Keine Mannequins mehr. Ja. So gruselig. Okay, jetzt bist du auf Forschung. Die Gummiente. Okay, gab es hier auch einen Teleporter? Ich würde eigentlich ja sagen, ne? So, ich gehe mal kurz dahin. Das ist jetzt so gelb. Oder war es ein Grafikfehler? Ich glaube schon. Komisch. Oh. Wir haben es abgeschlossen. Okay, das war das. Isolations. Und nochmal auch das hier. Okay, was muss ich da machen? Das war Kopfschuss. Die Schabioniere, also die Scharfschützen. Geschäftsleitung und das Aufforschung. Okay, dann muss ich einfach nur Gegner töten. Ups, eins ist zu viel. Okay, Forschung. Und dann Schutzforschung sollten wir, ne? Würde ich vielleicht Ritualabteilung nehmen? Das wäre in der Nähe, ne? Ja. Gucken wir mal, ob wir das jetzt auch so schnell finden. Ich fand, die ging jetzt eigentlich relativ schnell. Bei den letzten Reichen ein bisschen länger gebraucht. Von dieser Ampel. Hast du ein bisschen gedacht, dass ja kein Teil das mit diesem Spiel, wo man oder einen sich so die Augen zuhält, dann was sagt oder singt oder so. Wenn die Augen aufmachen, dann lässt sich halt keinen bewegen. Das hat ein bisschen gedauert. Okay, da ja, ist auch noch da. Okay, dann kommt gleich die Gegner. Was? Ach, Schutzforschung. Ich bin also schon da sogar.
abgespielt. Analyse gewandtes Objekt Nummer 52. Alles klar. Sitzung 2. Ich werde damit beginnen, verschiedene Reize in das Objekt einzubringen. Zunächst ein Stromschlag mit niedriger Spannung. Ach, das haben wir uns doch schon gehört, ja. Und wie komme ich da rein? So gemäht. Tür ist auf jeden Fall zu. Keine Reaktion. Als nächstes Auftragen einer Haarskala von 0 bis 14. Wie komme ich denn hier rein? Ich höre es mal, vielleicht gibt es auch einen Hinweis. Keine Reaktion auf irgendeinen Wert. Als nächstes ein Kommunikationsversuch. Kannst du mich verstehen? Kannst du verstehen, was ich sage? Quake, wenn du verstehst, was ich sage. Keine Reaktion. Das schließt Sitzung 2 ab. Benötige Zeit für weitere Testvorbereitungen. Okay, immer noch nicht schlauer. Oder gibt es noch einen anderen Weg? Ich würde mir schon fast denken, dass wir hier wieder zurück müssen. Okay, vielleicht ist da hier irgendwas. Okay, war ich noch alles hit? Dafür gab es gar nicht so viel, ne? Okay, da ist auf jeden Fall kein Loch in der Decke. Das riecht irgendwie alles nach Pilz. Das macht Quark, Quark. Ja? Schnelle Effizienz. Ich glaube, ich bin mal Ente drin, ne? Ich mach seine Tür auf. Okay, Ente. Oh. Enten, die verschwinden. Was? Super. Ja, jetzt darf ich die Ente suchen, oder was? Ich höre sie noch quaken. Sie scheint ja wohl in der Nähe zu sein. Und wo bist du, Ente? Ach, da. Ist sie da? Alter, sieht man nicht, wo sie verschwindet. Sie leuchtet mal ziemlich rot, ne? Ah, da. Oder was ist der Trick? Ist dann quasi ja irgendwie in dem Raum hier noch. Ja, wieder da oben? War sie da nicht gerade? Ah, man muss doch schnell sein. Endlich hat sich ausgequakt. Ah, gerade so noch bekommen. Okay, dann gehen wir jetzt zu längsten so. Was ich gesehen habe, war hier auch ein Porter, ne? Du und Hedron waren nie ein und dasselbe. Sie
so lange da draußen? Es half, Darling, die Zischer mit HAV aufzuhalten. War nur ein Witz. Und es half mir, die Kraft, die in mir war, anzuzapfen. Dich. Wo haben Sie studiert? MIT. Und Sie? Auch MIT. Ich will hier irgendwas machen. Gab's da nicht auch einen Porto? Ah, ist das mein Forschungssektor? So, das ist auf jeden Fall ein Porto. Ja, das haben wir schon gemerkt, dass die das können. Bist du sicher? So, jetzt wollen wir jetzt den nächsten zurück. Laden wir schneller. Ach, hier kann ich ja nichts machen. Seien Sie vorsichtig da draußen, Direktorin. So. Wir wollen zu längsten zurück. Wo ist denn die Karte hin? Okay, jetzt gehen wir zurück zu längsten. Machen wir Sorgen um Alfred. Hat einer von euch eine... Alle gewandelten Objekte von Ihrer Liste sind wieder sicher im Panoptikon verwahrt. Was für eine Erleichterung. Wenn gewandelte Objekte fehlen, wirft das ein schlechtes Licht auf mich. Haben Sie Ärger gemacht? Der Flamingo hat mich auf die Astralebene gezogen. Genau wie der Kühlschrank. Und dasselbe Wesen war wieder da. Ich habe die alten Berichte durchgesehen und zahlreiche Objekte zeigten in den letzten Wochen ein deutlich destruktiveres Verhalten als sonst. Da gibt es sicher eine Verbindung. Aber dafür werde ich nicht bezahlt. Sollten wir im Auge behalten. Und wenn wieder etwas ausbüchst, weiß ich, an wen ich mich wende. So ist das jetzt wohl. Okay, da gibt's nichts Neues. Später, Langston. Ich bin hier, wie immer. Wie immer. Okay, Langston, mach's gut. Jetzt kann ich es nicht mehr verwenden. Okay, erstmal Fähigkeitspunkte ausgeben. Aber ich glaube, ich wollte länger schweben, ne? Jo. Nochmal. So, das haben wir auch. Was würde ich denn als nächstes machen? Ich glaube, dann würde das mit der Jukebox folgen. Das andere ist alles mit der alten Wucherung, außer dass der Tomasi. Reden und die Pflanzen wir auch noch. Und der Rest ist alles von los. Ja, dann mache ich das mal mit der Jukebox. Zentrale Geschäftsleitung. Ja, mal gucken, was noch für eine Mission kommen. Oder ob wir schon bei den in die DLCs starten können. Okay, aber wie ich sehe, sind wir wieder am Ende der Folge angekommen. Ich danke euch fürs Zugucken. Vergesst nicht zu abonnieren. Vergesst nicht auf die Glocke zu klicken. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.